Willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Folge. Ist Holly gewachsen oder ist die Cam einfach nur zu weit unten? Die Cam ist einfach zu weit unten. Ich habe wieder meine transparente Cam, damit ihr auch schön seht, was dahinter passiert, hinter meinem Kopf, nicht wahr? Genau deswegen trage ich sie und nicht, weil ich sie vergessen habe. Run Nummer 10, das ist auf jeden Fall jetzt unser höchster Winstreak mit Lost. Ich glaube, mein höchster im Stream war 6, aber da war auch irgendwie meine Isaac-Down-Phase und da war mein höchster Eden-Streak auch 1 oder sowas. Und deswegen machen wir jetzt Run Nummer 10. Entweder wir schaffen es oder wir schaffen es nicht. Tatsächlich, so ist es, Mann. Und let's go. Ich hoffe, es ist alles richtig eingestellt, müsste es. Und jetzt geht es los. Hör auf damit, Mann. Ich muss hier rein tappen ins Spiel. Und hier ist übrigens der Seed, ne? Das ist er, gebt ihn ein und dann versucht er mitzuspielen. Und ich schaue mal erstmal für euch rein, was ihr für ein Item bekommt. Entweder wir nehmen das oder wir rerollen. Es ist echt ein gutes Item, dieser Splash. Ich nehm's mit, Mann. Mysterious Liquid, Toxic Splash Damage. Ist schon ein gutes Item, muss man sagen. Sollte man nicht unterschätzen. Da habt ihr es gesehen, wie die Lebensleiste gerade geschrumpft ist. Guck mal, sehr schön. Ihr könnt ja weiter rerollen. Vielleicht bekommt ihr gleich ein paar Bomben oder sowas und könnt rerollen, wie ihr lustig seid. Und vielleicht bekommt ihr etwas Besseres und könnt mich auslachen. Oder ihr bekommt etwas Schlechteres und müsst den Run am besten neu starten, oder? So, wir haben hier auf jeden Fall jetzt eine Bombe und wir können... Guckt euch das mal an. Ist ein schönes Item, Mann. Schön. Ich habe es ehrlich gesagt selber immer ignoriert und ich dachte mir, muss das sein? Ist das wirklich... Ich reroll das lieber. Bingo. Aber mittlerweile habe ich es wertschätzen gelernt. Ein wirklich sehr schönes Item. So. Was gibt es noch zu erzählen? Es gibt eigentlich nichts zu erzählen, also werde ich jetzt die ganze Zeit einfach nur schweigen und versuchen, meinen Bart wegzukämmen von meinem Gesicht. Ziemlich nervig, Mann. Ich werde ihn später mit Bartwichse erstmal richten. Ja, es heißt Bartwichse. Genau, es gibt ja auch Schuhwichse und alles Mögliche. Mit Bartwichse erstmal mit mir einen kleinen Schnurrbart machen. Und nach oben kämmen. So, auf Wiedersehen. Diesmal habe ich nichts gegessen, diesmal habe ich... nichts, was irgendwie mich nervt, ne? Gestern war es ja ziemlich nervig, wenn man Matt gegessen hat, dann hängt das immer zwischen den Zähnen überall und alles mögliche. Und diese Brötchen, Krümelchen waren dann auch überall zu finden. Und es war ziemlich scheiße, Mann. Jetzt kann ich mich voll konzentrieren und kann mit meinem Splash Damage hier ordentlich regulieren. Es fehlt noch der... Warte mal, der Shop, wo ist denn der? Oh, der ist ja lustig platziert, okay. Wir müssten uns da reinsprengen dann, aber lohnt es sich? Friends till the end. Okay, warte mal. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal... Nein, Fliege. Verdammt nochmal. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal den Boss bekämpfen. Wobei, warte mal. Wir könnten ja auch... vielleicht more options bekommen, ne? Und dann direkt schon am Anfang auf der ersten Ebene loslegen mit dem... du weißt schon. Die würde ich auch gerne sprengen. Warte mal. Direkt loslegen mit der Auswahl für gute Items. Okay, wir haben hier Placebo und so ein Schisseldissel. Ich spreng euch mal weg. Let's go. Und... wir bekommen tatsächlich gut Geld, aber wie gesagt, es gibt, glaube ich, nichts, was ich mir holen will. Placebo. Da müssen erstmal gute Pillen her. Ich meine, wir haben da... Ich glaube, ich nehme es mit. Lass uns mal... Ich will eigentlich einen guten Placebo-Run, weißt du? Ich will Tierschab finden und los geht's. Also Pillen werde ich jetzt, glaube ich, einsetzen, ja? Wird schon schief gehen, nicht wahr? Ragman, wirklich sehr gut mit Splash-Damage, muss man sagen. Da bin ich jetzt froh drüber, Mann. Da bin ich froh. Manchmal muss man das nehmen, was man jetzt hat, ne? Und nicht auf noch mehr hoffen, nicht gierig werden. Außer ihr habt Proptosis bekommen, dann Glückwunsch, Mann, ihr Arschköpfe. Und ich kämpfe jetzt hiermit durch. Polyphemus habe ich auch nicht gesehen. Oder Mom's Knife oder sowas, ne? Ich hoffe, wir kriegen keinen Mom's Knife. Natürlich wäre es cool, wir würden dann einen sicheren 10er-Run haben. Und ich glaube, ich würde Mom's Knife auf jeden Fall mitnehmen. Aber naja, man hofft natürlich auf was anderes, auf andere Kombos. Und jetzt nur noch du. Und du wirst hier weggefetzt mit der mysteriösen Flüssigkeit. Mega cool, ne? So viele blaue Herzchen, die ich jetzt einfach liegen lasse. Let's go. Und jetzt müssen wir die Daumen drücken für gute Pillen. Ich hoffe, wir kriegen sie. Wer, wenn nicht? Curse of Darkness. Okay, let's go. Machen wir die kaputt. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Was haben wir hier für eine Karte? Eine Justice. Leider haben wir keine Blinkart, weil dann würde ich das auf jeden Fall auch mitnehmen. Dann könnten wir immer wieder Justice einsetzen. Ziemlich nice. Und ich glaube, hier werde ich die Teile mal in die Luft jagen. Denn bevor ich... Na, der Holy Mantle würde uns schützen, nicht wahr? Also macht es eigentlich keinen Unterschied. Ich könnte jetzt... Na, ich mache das jetzt. Auf geht's, Mann. So, das Fass hier dürfte eigentlich nicht explodieren. Perfekt. Und ich habe den Geheimraum gefunden mit Money. So, wir haben jetzt 9. Es fehlen noch ein paar Münzen, aber die könnten wir noch bekommen im Feuer oder sowas. Ja, das ist echt ein super Item, Mann. Vor allem, wenn du Ipecac hast und so, dann wird auch die Pfütze ziemlich groß, ne? So war das ja. Das hat ja, glaube ich, Mogi? Moggy? in einem Versus-Run gegen mich, ne? Ich glaube, so war das. Auf jeden Fall ziemlich nice, Mann. So, zacki, 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 zack, zack.
Und gestern habe ich auch das Uja-Brett bekommen, nicht das Auge, ne? Gestern habe ich das Uja-Brett durch jeden Splashing bekommen und nicht das Auge. Weil ich war verwirrt, weil ich dachte, Uja-Board, ja, okay, ich dachte, das hat er von Anfang an, weil wir so oder so durch die Wände schießen können. Das ist ja richtig dumm gewesen. Ich habe vergessen, dass ich das Auge im Itemraum gefunden habe, Mann. Wir haben mit Lost Spectral Tears bekommen. Ich meine, wie viel Pech kann man denn haben, ey? So, PhD. Okay, Leute, ich habe, glaube ich, eine richtig gute Wahl getroffen, Mann. Und das hier ist... Ja, ich hoffe nur, es wird besser. Friends till the end. Okay. Es ist etwas, ne? Es ist etwas, Mann. Ich spreng dich mal ganz kurz. Boom. Ich meine, diese Kerze ist auch nicht schlecht. Ah, die rote Kerze. Die würde auf jeden Fall auch zerstören, aber... Oh, komm schon. Ich habe PhD bekommen. Ich habe jetzt Placebo. Das wird schon laufen. Ich nehme dieses Space-Item mit, Mann. Ich werde mich sonst ärgern, wenn wir gleich... Tiers abfinden. So, weiter geht's, Mann. Jetzt fehlt uns natürlich eine Bombe, aber vielleicht droppt uns die Ebene etwas. Komm schon, du bist doch bombastisch, Ebene. Komm, oh, gleich Doppelbombe. Muss nur ein bisschen schmeicheln, weißt du? Nur ein bisschen schmeicheln. Jetzt wissen wir auch, wo die Geheimräume sind. Das ist schon mal auch sehr, 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 sehr gut. Machen wir erstmal die Teile hier kaputt. Damit ich bloß nicht attackiert werde und es nicht merke und dann zweimal getroffen werde. Das wäre nicht cool, Mann. So, das schieben wir hier hin. Das sollte reichen. Oh, noch mehr Bomben. Okay, gut, Ebene. Langsam reicht's, Mann. Ich weiß, du bist bombastisch, aber langsam kannst du mir was anderes geben, wie zum Beispiel Steven, Goathead, Guppy's Head oder so. Okay. Little Horn, let's go. Du bist jetzt down, ey. Jetzt in die Six bekommen und auf Angel Deals gehen, Mann. Ich will endlich Sacred Heart wieder haben. Das ist so ein kleiner Traum, Mann. Schon so lange kein Sacred Heart mehr gehabt. So, aber man kann natürlich nicht alles haben. Gegen den fliegenden Hain ist es natürlich jetzt nicht so gut, dieser Splash-Damage. Könnte das Loch da hinten jetzt mal verschwinden? Ich bin kein großer Fan von diesem Loch da hinten. So, guck mal, wir haben das ganze Zeit hinter ihm gehalten, also vor ihm. Von uns aus hinter ihm. Mega cool, Mann. Huh, sah so aus, als wüsste ich, was ich das tue und dass die neue Taktik ist, um ihn zu erledigen, diesen schwierigen Boss. Hey, er bekommt eine Weiterentwicklung, ne? Bald gibt es kein Little Horny, sondern ein Big Horny. So. Okay, den hätten wir jetzt noch, diese Kugel hier zerstören und hoffentlich ist da nicht Krampus drin, der uns jetzt zerstört, weil sonst haben wir echt eine schlechte Zeit. Es ist nicht Krampus, es ist nicht Judas Shadow, ich glaube, wir gehen einfach mal auf Angel Deals, auch wenn das hier mega cool ist, aber ich gehe auf Angel Deals, weil da gibt es so coole Items, Mann, im Angel Deal. So coole Items. Und ich glaube, ich gehe jetzt auch einfach weiter und untersuche die Ebene nochmal ein bisschen, vielleicht finden wir ein paar Pillen. Die nächste Ebene hat ja auch Pilze und alles mögliche. Dort müssen wir auf jeden Fall viele Pilze sprengen. Und das spricht ja auch für sich, dass wir 8 Bomben haben. Das heißt, wir können schon so ein bisschen oft sprengen. Ja, das sind jetzt auf jeden Fall ziemlich sinnlose Räume gewesen. Und jetzt lass uns einfach weitergehen. Nächste Ebene, Pilze sprengen. Diesen Devil Deal nicht mitnehmen. Hoffen wir auf Angel Deals, auch wenn wir ein paar Evil Ups bekommen haben. Was aber für schwarze Herzchen eigentlich sorgen sollte und nicht die Devil Deal Chance erhöhen sollte. Okay, let's go! Curse of the Blind. Das ist immer so. Das ist echt immer so. Wenn du irgendwie Goathead findest, auf Angel Deals gehst. Ups, Curse of the Blind. Passiert mal. Na, ja. Vielleicht finden wir Ipecac oder sowas. Komm schon. Ja, der Sacrificial Dagger ist auf jeden Fall ein schönes Item. Sollte man eigentlich immer mitnehmen. Seid nicht so doof wie ich und weint gleich rum, dass ihr gestorben seid. Dann wissen wir natürlich die Ursache. So, komm schon. Gib mir ein paar Pillen jetzt hier. Okay, wir bekommen Liberty Cap. Kann uns ab und zu die Karte aufdecken, so ist es ja nicht. Und ja, Friends Till the End einsetzen. Ich würde unheimlich gerne diesen Kampfraum da unten machen, aber vielleicht finden wir gleich noch eine Karte, mit der wir uns rausporten können, ne? Deswegen warte ich lieber damit. Nicht so voreilig handeln. Hier ist der Shop, hallo. Und dort sind 2 Items, von denen wir nicht wissen, was sie tun. Und eine Pille. Wir bekommen 2 Münzen und ich hoffe mir einfach, dass sie jetzt... Red Candle schon wieder? Das ist ein Zeichen, Mann. Jetzt habe ich Angst. Jetzt habe ich Angst, Mann. Das Spiel will, dass ich das mitnehme. Wir gucken mal. Wenn der nächste Deal nicht cool ist, dann scheiße ich lieber auf Placebo und so, ne? Wenn wir jetzt auch keine guten Pillen finden. Ich habe den kleinen Typen da fast übersehen, Mann. Der muss so ein kleines Fähnchen tragen, sonst überfahre ich ihn oder werde von ihm überfahren. So ein Fähnchen, was man hat bei einem Fahrrad, weißt du? Damit man dich um die Ecken sieht. Hatte ich nie. So. Schön zerstören, mit Lost kannst du einfach hier durchfliegen und denken, tja, ihr kennt mich alle mal. Auf Wiedersehen, du hast auch nichts mehr, Mann. So, rumsplashen in alle Richtungen, damit sie bloß nicht entkommen werden. So, der Splash-Damage, ich weiß nicht, skaliert er auch mit unserem Damage? Ist das so oder ist das nicht so? Oder hat er einfach nur ein Standard-Damage und ist später ziemlich nutzlos? Fragen über Fragen, super Geheimraum mit roten Herzchen, verdammt nochmal. Okay, der Kampfraum, ich spreng mal diese Pilze, ich habe das Gefühl, das ist gut. No, sonst hat man immer so viele Pillen da drin. Und jetzt bekommen wir
So wenige. Das macht mich traurig. Genau wie diese Fliegen hier, die mich tot sehen wollen. Nein, 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 nein. Bitte hören Sie auf, Mann. Jetzt eine Red Candle haben wäre schon echt praktisch. Da bin ich mal ehrlich. Oh Gott, da wurde ich erwischt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, könntest du jetzt bitte einmal kurz abkratzen? Yes, und einmal raus, weil ich wusste, da spawnt eine Trollbombe drin, Mann. Ich hatte das Gefühl. Und man weiß ja nie, wie krass die explodieren und wie der Radius so ist. Deswegen einfach mal schnell weg. Hier ist noch eine Pille. Ich hoffe, das ist nicht die Peril. I can see forever. Huh. Ja, so braucht man halt nicht mehr Bomben zu verschwenden, ne? Dann nehme ich mal I can see forever mit. Hier haben wir einen, den Speed-Up-Dingsbums-Pilz. Aber irgendwie auch am zwei Pilze? Oder macht mich der andere Pilz auch kleiner? Dieser Fire Rate Up, dieser Odd Mushroom. So, sehr cool auf jeden Fall. Zack, auf Wiedersehen. Und hier unten ist noch der Boss. Ich würde gerne die andere Pille kaufen. Soweit ich nicht schon weiß, was die ist, ne? War das auch eine I can see forever Pille? Ich habe irgendwie das Gefühl, das war eine, ne? Oder war das eine komplett weiße? Gucken wir einfach gleich mal. So, I can see forever jetzt einzusetzen, war auch irgendwie ziemlich dumm. Aber hey, der Itemraum fehlt noch genau. Friends till the end. Nehmen wir dich einfach mal mit und nehmen eine kleine Abkürzung. Hast du vielleicht Kohle für uns? Komm schon, teil doch dein Geld. Das ist gar nicht mal so cool. Aber wir haben den Splashy Toxic Damage of Doom. Okay, Friends till the end, einfach damit wir schnell zerstören. Weiß nicht. Ich dachte mir, das ist doch ganz gut, wenn ich es jetzt einsetze. Komm, auf den Großen da hinten. Verdammt nochmal. Und tschüss. Sehr gut. Hier ist der Zacki-Zacki-Raum. Gehe ich da rein? Ich gehe da rein, Mann. No risks, no fun, ne? Wenn ich jetzt getroffen werde, ey. Wenn ich jetzt getroffen werde, ey. Puh, dann komme ich nicht mehr raus. Okay, wir bekommen auf jeden Fall einen Angel oder Devil Deal. Das ist schon mal das Schöne. Es ist hoffentlich nicht Krampus. Oh, irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl bei der Sache, Mann. Richtig ungut, ey. So, pass auf, der Itemraum. Wo ist der? Wo habt ihr den versteckt? Oh, ist das eine Joker-Karte? Dann hätte ich doch viel lieber eine kleine Blank-Karte. Hör auf damit, Spinne, Mann. Wo kommst du denn her? Aus dem toten Winkel, ey. Okay. Was haben wir hier? Es ist Two of Spades. Okay, damit können wir auf jeden Fall unsere Schlüssel ein bisschen aufstocken. Was ist hier? Wheel of Fortune und Emperor. Okay, dann mache ich Two of Spades. Und... oh... Infestation. Ach, das ist das andere. Verdammt nochmal. Ich dachte kurz, es ist Infestation 2. So, Leute, wir könnten Emperor im Notfall einsetzen. Falls wir jetzt hier große Probleme bekommen. Erstmal die Spinnis töten. So, und kommen große Probleme? Nein, es kommen... ganz normale Probleme auf einen zu, die man ganz gut überwältigen kann. So. Alle ein bisschen anschwächen. Einer von euch ist schon ziemlich low. Okay. Die rote Kiste öffne ich zuletzt nicht, dass da irgendwie eine Bombe ist, die einen verfolgt. Und dann hast du den Salat, dann wirst du davon getroffen oder sowas. Ne? Immer schön eine öffnen, triggern und dann lieber warten. Einfach mal ein bisschen Geduld auf. Oh shit, ey. Nicht in mir spawnen, Mann. Nicht in mir spawnen. Ich gehe mal ganz kurz raus, Mann. Ich hatte kurz Panik. Kurz Panik. Immer wenn der Holy Mantle weg ist. Ja, hier ist so eine kleine Trollbombe. Oh, leider keine, leider keine... oh, wie heißt die Scheiße? Keine neuen Leben, ne? Kein Guppy-Item. Okay, ich sprenge mal hier ein bisschen Geld raus. Das andere will ich nicht kaufen. Ich würde mir viel lieber die Pille dann kaufen. Aber das ist eine I Can See Forever-Pille, oder? Warte mal, lass mich kurz gucken. Wie sah die andere nochmal aus? Die hier war weiß-blau, oben weiß, unten blau. Und die hier ist... ja, ist eine I Can See Forever-Pille. Okay, ich glaube, ich nehme die Emperor-Karte mit. Ich brauche jetzt die I Can See Forever-Pille doch nicht so dringend. Und jetzt erstmal Darkborn besiegen. Scheiße, ist natürlich jetzt irgendwie blöd, dass wir... dass mein Splash-Damage bei ihm nichts ausrichtet, weil er natürlich am Fliegen ist. Er ist am Fly sein. So sagt doch die Jugend, nicht wahr? So, huh. Deswegen wird es ein etwas nervigerer Kampf als sonst, aber es sollte klappen, Mann. So, genau. Ich würde gerne eine Bombe legen, aber ich habe mich meistens immer selber gesprengt mit den Bomben wegen dem Knockback und so ein Scheiß. Oh Gott, ist der wild geworden. So, jetzt muss ich auf die andere Seite. Uff, das war ziemlich knapp, Mann. Okay. Im Notfall kann ich ja hier die Emperor-Karte einsetzen, falls ich getroffen werde. Und das irgendwie ziemlich risky wird. Hör bloß auf mit deinem Schießen. Darf ich vielleicht nicht rechts neben ihm stehen? Triggert ihn das zum Fliegen?
Ist über ihm stehen am logischsten? Das habe ich noch gar nicht bedacht bei ihm. Ich dachte, der fliegt einfach immer einfach so rum. Okay, ich muss jetzt aufpassen. Okay, den haben wir gleich. Mal gucken, ob wir einen Angel Deal bekommen. Ich will aber ungern den Engel bekämpfen, weil der auch am Fliegen ist. Und ihr seht ja, wie viel Damage wir machen. Und zwar gar keinen. Okay, ist ein Devil Deal. Mom's Coin Purse. Oh yes, Pillen. Ach nee, das war Pheromone. Sind doch unterschiedliche gewesen. Full Health. Oh, ich nehme Emperor mit, einfach damit ich da mich rausporten kann, falls jetzt Krampus auf mich wartet. Soll ich das mitnehmen? Ich glaube, ich nehme das mit, Mann. Ich nehme das mit. Wir müssen langsam stärker werden. Lord of the Pit. Und Satanic Bible. Bye-bye. Devil Deal. Angel Deal. Schade, 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 Mann. Die Pillen sind auch nicht so praktisch. Wohin entwickelt sich dieser Run nur? Hätte ich vielleicht die Red Candle doch mitnehmen sollen? Aber ich muss halt stark werden, weißt du? Und es hätte sein können, dass hier ganz gute Devil Deal Items drin sind, aber... Wir wurden leider wieder enttäuscht. Wieder mal. Wieder mal. Und jetzt haben wir diese blöden Fluch, Mann. Ist hier der Geheimraum? Tatsächlich nicht, aber ein bisschen Money. Okay. Kann man ja mitnehmen, muss man nicht. So. Wir merken uns, wir sind nach oben gegangen, damit ich weiß, wo ich überhaupt noch hin muss. Und hier ist ein... wenn das ein 6er Würfelraum ist, ne? Dann macht er auch unseren Holy Mantle weg, hä? Okay, das ist einfach so ein Kackhaufenraum, aber da kann auch gutes Zeug drin sein, hey. Vielleicht machen wir wieder Scheiße zu Gold, wer weiß. So. Wunderbar, ist nur ein Herzchen. Wir haben Scheiße zu Liebe verwandelt. So, was haben wir hier? Ein paar Spinnies, die extrem nervig sein können, aber nicht in diesem Raum. Auf Wiedersehen. So, links. Oh, die machen doch so eine Scheiße hier. Okay, ich porte mich jetzt zum Boss und mache einfach Sustain, Mann. Einfach, weil mich das ziemlich nervt. Und hier hilft mir der Splash Damage. Bloß nicht getroffen werden, Mann. Bloß nicht getroffen werden, weil ich kann mich nicht mehr rausporten. Bloß nicht getroffen werden, Mann. Oh, boy. Oh, boy, ich werde sterben. Ich werde sterben. Das ist so ein typischer Sterbemoment, Mann. So ein richtig typischer Sterbemoment. Okay. So richtig typischer Sterbemoment. Alter, meine Augen kommen gerade nicht mit, Mann. Ich muss voll schielen gerade. Oh boy. Schön nach oben ausweichen. Bloß nicht in der Nähe des roten Kackhäufchens. Schon wieder tut er's, Mann. Könntest du jetzt aufhören damit? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Komm schon. Yes, wir haben ihn erwischt. Komm schon. Und wahrscheinlich ist da oben gleich Krampus drin, hä? Das Ding ist halt, ich werde da nicht reingehen, Mann. Wenn da Krampus drin ist, ist nicht gut, Mann. Das ist ganz und gar nicht gut. Okay, wir haben ein bisschen Damage ab. Der Devil Deal bleibt ja offen. So ist es ja halt, ne? Also, wir haben ein bisschen Damage abbekommen. Das ist gut. Damage und Range ab. Das sollte schon ziemlich helfen. Okay, danke schön. Weiter geht's. Da ist der Itemraum schon mal in der Nähe. Ich würde auch gerne den Shop auschecken, aber man kann ja nicht alles haben. Jetzt kann ich mich aber gut verstecken vor denen. Beziehungsweise einmal kurz hier austricksen. War ich kurz unsichtbar für die. Die KI ist schon sehr besonders. Okay. Einen Fuß haben wir bekommen. Okay, Lucky Food. Es wird hundertprozentig Krampus drinstecken, Mann. Hundertprozentig. Kannst mir nicht erzählen, Mann, dass da nicht Krampus drin sein wird, der uns zerstören wird mit seinem Kreiseldreh-Scheiß. So. Vielleicht ignoriere ich einfach diesen Devil Deal. Vielleicht gehe ich einfach weiter. Vielleicht sage ich einfach nein. Vielleicht mache ich erstmal diesen Kampfraum hier, der aber auch sehr gefährlich sein kann. Oh, das sind aber wunderschöne Kisten, Mann, ganz ehrlich. Okay, der Wurm. Oh nein. Oh nein, da ist der Geheimraum. Oh, ein paar Fliegen. Mach den kaputt, mach den tot, mach den tot, der ist doof. Mach den tot. Wieso kommt der Superform? Kann ich mich echt da nicht raussprengen? Ich kann mich nicht raussprengen, Mann. Oh, warum? Warum er, Mann? Warum eine Superform? Warum tust du mir das an, Spiel? Die wollen mich tot sehen. Die wollen mich nicht die 10 erreichen lassen. Die wollen mich nicht die 10 erreichen lassen. Komm schon. Alles geben. Warum muss ich jetzt so hart strugglen? Ich nehme jetzt den Wup-Wup-Wurm. Ist mir scheißegal. Mach ihn halt mit meinem Wup-Wups weg tot. Oh boy. So. Oh shit, da wurde ich fast getroffen, ey. Da wurde ich fast getroffen. Komm schon, Splash Damage. Mach kaputt. Komm schon! Puh. Zum Glück haben wir keine Speed-Down-Pille gefunden, weil sonst wäre das echt schlimm.
So, im Notfall haben wir jetzt hier noch eine Bombe. Ja, genau, diese Hüpfer kannst du machen. Mach ruhig diese Hüpfer, Mann. Vielleicht kommt aber noch eine weitere Superform. Ich hoffe, es wird... Oh, Larry Junior, das sollte gut klappen. Es wird bestimmt mega more. Wer ist es? Oh, nein. Oh, nein, oh, nein, oh, nein, oh, nein. Aber der Splash Damage reguliert. Das ist der Spinny. Spinny-Spucker, okay. Sollte klappen. Gegen Gegner, die sich nicht bewegen, ist natürlich so ein Splash Damage ziemlich nice. Aber Spinnen sind doof. Spinnen sind sehr doof. Yes! Er schafft es aber noch, eine zu spucken. Komm schon. Yes! Mann, das hat sich ja nicht mal gelohnt, ey. Das hat sich nicht mal gelohnt. Wir haben hier ein paar Bomben. Damit könnten wir Krampus auf jeden Fall ein bisschen in Schacht halten, ne? Und jetzt nehmen wir dich einfach mal mit. Okay, ich würde gerne noch den Shop finden. Vielleicht finden wir da noch eine Karte oder sowas, damit wir uns im Notfall rausporten können. Mhm, noch mehr Bomben, um Krampus ein bisschen zu... Okay, da oben waren wir, genau. Da war ja dieser Raum, wo ich Panik bekommen habe. Genauso wie hier. Okay. Okay. Ich glaube, Piercing Shots wären auch ganz gut, weil dann würde es besser passen. Temperance ist jetzt keine Karte, die mich retten könnte. Aus den Gefangenschaften von Krampus. Aber vielleicht sollte ich einfach mal jetzt riskieren, oder? Let's go, Mann. So, wenn wir jetzt sterben, war es einfach wegen Krampus, weil er unfair ist. Und wenn ich gleich nicht sterbe, dann ist es einfach cool. Das ist natürlich sehr schön. Um hier... Oh, sehr schön. Dann erspare ich mir eine Bombe. Wunderbar. Was ist das hier? Paralysis, Mann. Komm schon. PhD. Placebo. Spielt mal mit. Was ist das denn für ein Scheiß? irgendwie nicht so lustig, Mann. Aber hey, immer positiv denken, ne? Immer positiv denken. Yes, Vember, ne? Nicht November, sondern Yes, Vember. Okay, Superform ohne Ende. Ich will meinen Wupp-Wupp-Wurm wieder. Er hat mir wenigstens ein bisschen Zweck gebracht. Ah, fliegende Gegner, die auf einen zukommen. Wunderbar, ich versuche sie mal in Schach zu halten und keine Bombe zu legen. Sehr gut, noch eine Pille, die Parallel, hier, Curse of the Maze ist, Mann. Dich hatten wir auch schon, ist jemand Tepetesis. Ja, wir haben nur Bullshit, Mann, wir haben nur Bullshit. Okay, hier ist ein kleiner Miniboss, sehr schön schon mal zu wissen, auch wenn ich gerne einen Shop hätte, aber hey. Blauer Stein, vielleicht noch ein kleines Damage ab. Nee, okay, immerhin bekommen wir die Bombe wieder. Noch mehr Pilze zum Sprengen. Ich glaube, das tue ich mal, aber ich behalte so zwei Bomben auf jeden Fall. Vielleicht springe ich auch nur einmal. Komm schon, wenn wir gleich keine Pille bekommen, springe ich nicht. Schaffe ich so drei Stück? Irgendwie... So? Ah, okay, nur zwei. Keine Pille bekommen, ich lasse das. Nein, ich lasse das, Mann. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht, dass uns hier... Die Pillen einfach nur Bullshit geben, ne? Was ist das denn für ein Pillenpool? Wahrscheinlich fehlt mir noch eine Pille. Eine gute Pille. Wo war denn der Boss? Hier war auf jeden Fall nicht der Boss. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich hätte die I Can See Forever Pille mitnehmen sollen, Mann. Aber dann hätte die Emperor-Karte mich nicht retten können, ne? So, pass auf. Gut, wir machen jetzt den Boss. Let's go. Da drin haben wir das Item, das war ein Fuß. Schön. Schöner Fuß. Ist hier vielleicht das Supergeheimraum irgendwo versteckt? Yes, okay. Ich glaube, die Pille hatten wir noch nicht. Vielleicht doch, vielleicht irre ich mich auch. Steven, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Das nenne ich mal Glück. The Sun ist auch schön. Besser als der Rest. Infested, machen wir das so und so, damit wir, falls da wirklich gleich Krampus auf uns wartet. Irgendwie hat es nur einmal funktioniert, what the fuck. Also ist Krampus, okay, let's go. Mach ihn kaputt. The Sun kann auch kaputt machen. Mach den kaputt, Spinnies. Nicht spinnen, nicht spinnen. Nicht den Spinning-Kurs belegen, hä? Oh, für diesen schlechten Witz werde ich den Streak verlieren. Hus, hasa. Und wir haben wenigstens Kohle bekommen. Okay, gut, wir haben es riskiert. Und hier ist nochmal Wheel of Fortune. Ich sprenge dich, mein Freund. Nee. Gut, wir haben das Schaden. Wir können auf jeden Fall eine Karte aufdecken und wissen dann, wohin es geht. Puh, mir ist doch ziemlich kalt gerade, Mann. Vielleicht ist es der Tod, der sich mir nähert. Ich mach das, let's go. Okay. Du kommst immer noch nicht mit. Ich meine, ich mag das Item, aber... Also ich mag schon irgendwie tatsächlich, Mann. Aber nur mit diversen anderen Kombos und vielleicht nicht als Lost. So. Aber vielleicht sollte ich es mitnehmen. Ich meine, Lost hat ja keinen Nachteil, oder? Wird da trotzdem getriggert, der Teleporter-Effekt, obwohl nur Holy Mantle getroffen wird? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, ne? Okay, komm schon, neun Leben. Noch mehr Pillen hier, das sind die unterschiedlichen, ne? Ah, hier ist I Can See Forever wieder, okay. Pass auf, dann setzen wir mal I Can See Forever ein.
Einfach auf dieser Ebene. Ich glaube, ich nehme doch schon das Shan mit. So, und jetzt wissen wir, wo die ganzen Geheimräume sind. Mister. Okay. Ja, die Karte wurde uns wieder aufgedeckt. Hab mich gerade beschwert, dass ich irgendwie zu langsam war. So, innerlich, gedanklich. So, oben. Und der Boss ist auch unten rechts. Okay, alles irgendwie hier auf dem Weg. Wenn mich das nicht täuscht, Mann. Obwohl wir Steven haben, sehen unsere Tränen immer noch so klein aus. Wegen jetzt Kohle. Und ich glaube, wegen diesem Splash-Damage, der ist auch ziemlich... Der macht unsere Tränchen ganz süß und klein. So, oben war das Wichtigste erstmal. Hier genau der Itemraum. Euch alle reinschubsen da. Auf Wiedersehen. Rein da mit dir. Ich wurde getroffen. Oh, oh. Und Trollbombe in der Mitte. Weg hier. Ich will ja nicht sagen, dass die Items uns gerade das Leben schwer machen, aber es ist nicht gerade leicht, Mann. Okay, noch eine Bombe. Wunderbar. Gehen wir mal nach unten. Der Shop müsste irgendwo unten gewesen sein. Ja, hier hilft der Splash-Damage leider nicht wirklich, aber Abstand halten bringt. Etwas, dank Kohle. Schön auf Distanz kämpfen. Range-Up hatten wir auch zum Glück wegen der Spritze bekommen. Alles sehr schön. Okay, noch eine Batterie. Wäre nur schön, wenn wir jetzt auch gute Pillen hätten, nicht wahr? Aber naja. Ist ja nur ein kleiner Wunsch von mir, der nicht wirklich in Erfüllung gehen muss. Bin ja nur ich. Ist ja nur mein Streak. Ja. Okay, her damit, danke schön. Und was haben wir hier? Knöpfe, die ich drücken möchte für eine Trollbombe und für... Hätte ich nach oben kicken können, aber scheiß drauf. Okay, hier ist der Boss, aber wir sind noch nicht bei Mom, oder? Das wäre ziemlich crazy, wenn wir jetzt bei Mom sind, oder? Wir sind nicht bei Mom. Wir sind nicht bei Mom. Aber hier ist der Shop irgendwo, genau, und der andere Geheimraum. Perfekto. Oh, das ist immerhin etwas Schönes, aber jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht getroffen werden, Mann. Da ist noch ein Heini. Ist da noch einer? Nein, okay, was haben wir hier? Perfro wäre ziemlich nice. Blank Rune könnte Perfro sein. Anzus. Haglash. Haglash könnte auch etwas... Oh, warte mal. Das gibt mir auf der Womp 1-Ebene Items, ne? Zwei Items. Ich glaube, das nehme ich mit. Beziehungsweise, ich gucke gleich, was Blank Rune ist. Und ich nehme jetzt erstmal für den Notfall Algis mit, falls der Boss gleich mega crazy ist. Und dann nutzen wir die Blank Rune-Karten, um vielleicht zu rerollen. Okay, der Boss ist echt crazy. Der Boss ist echt crazy. Oh, da wurde ich nicht getroffen. Glaube ich. Vielleicht doch. Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich einfach nur übersehen. Aber ich glaube, ich leuchte noch ein bisschen. So. Ach, ich setze Algis ein. Ich werde so oder so das Schaden mitnehmen. Und Krampus wird ja eh nicht mehr auftauchen. So, erstmal über den Rest hier kümmern. Sehr gut. Nicht sprinten. Sehr schön. Gut. Gut aufgeräumt. Brauche ich nicht. Guppies. Collar. Ich nehm's mit, aber werd erstmal testen, ob ich's rerollen kann, tatsächlich, Mann. Erstmal testen, ob ich's rerollen kann. Ach so, stimmt ja, hier rein noch. Ach, natürlich kommst du als Superform wieder, Mann. Das habe ich natürlich nicht bedacht, dass hier noch ein Minimoss stecken könnte, aber kein Problem. So, wir haben noch einen Shop vor uns. Das heißt aber, dass wir dort keinen Greed oder Super Greed bekommen können. Das ist schon mal sehr gut. Und jetzt nutzen wir einfach mal die Blank Rune. Um hoffentlich zu rerollen, ne? Ich meine, das ist ein Guppy-Item, okay? Das ist Berkano, okay. Wir haben noch eine Blank Rune. Wir haben noch eine Blank Rune. Und diese Blank Rune kann wiederum wieder zu einer Blank Rune werden. Da ist die Blank Rune. Let's go. Beziehungsweise könnten auch hier versuchen zu rerollen, das Guppy-Item mitnehmen. Ja, lass uns mal hier rerollen. Das ist wieder Algis, okay gewesen. Scheiße. Haglash. Könnte ich Haglash irgendwo sinnvoll nutzen? Vashan. Ich nehme Anzus mit, bringt uns ein bisschen mehr. Placebo lasse ich liegen, sind einfach nur beschissene Pillen. Und wenn ich jetzt auf der nächsten Ebene gute Pillen bekomme, Junge, dann kann das nicht der Ernst sein vom Spiel. Na, ich glaube, ich kann hier nichts so wirklich kaputt machen. Gut, Leute, wir gehen jetzt mit Anzus und mit Pandoras Box weiter. Hoffen, dass wir die erste Womp-Ebene erreichen. Hoffentlich dort einen Magic Mushroom bekommen. Oder halt bei Mom sterben. Kann auch passieren. Aber ich gebe alles. Versprochen. Ich stecke viel Liebe hier rein. Curse of the Lost wieder. Und ich friere. Ich habe schon Gänsehaut. Verdammt nochmal. So, der Tod nähert sich, Leute. Der Tod nähert sich, glaube ich. Okay, auf Wiedersehen. Irgendwas Cooles gedroppt? Nein, hier würde ich jetzt gerne Haglas einsetzen, ganz ehrlich. Aber naja, haben wir nicht mehr. Das sind gute Pillen, ne? Okay, und was ist das für eine Pille? Okay, das sind echt Bullshit-Pillen, Mann. Da habe ich mir echt einen guten Run ausgesucht, um Placebo einsetzen zu wollen, ganz ehrlich.
Da bin ich echt stolz auf mich gerade. So. Ich glaube, die Spinnen haben mir auch gerade mitgeholfen, Gegner zu töten, oder? Dankeschön auf jeden Fall, falls ihr es tatsächlich gemacht habt. Rechts geht's in den Zacki-Zacki-Raum. Oh Mann, warum kommen solche Räume, ey? Ich gehe gleich in den Zacki-Zacki-Raum. Ich versuche mir zu merken, wo der war. Vielleicht befinden wir gleich irgendwie eine Karte, mit der wir uns rausporten können, weil das würde ich gerne tun. Für den Notfall, ne? Es kann immer sein, dass wir getroffen werden. Okay. Ist das der Shop? Das ist der Shop mit der Blue Candle. Two Forts. Blue Candle. Nehme ich die Blue Candle mit? Was gibt es mir denn auf dieser Ebene? Ich glaube, ich nehme die Blue Candle mit. Einfach, damit wir endlich ordentlich Damage machen, weil ich möchte mich nicht darauf verlassen, Mann. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Das ist ein Zeichen, Leute. Das ist ein Zeichen, dass wir jetzt auch die Blue Candle bekommen. Mir ist kalt. Kälte wird meistens blau dargestellt. Blue Candle wird uns Wärme spendieren. Oder uns den Tod bringen. Was bekommen wir hier? Money. Okay. Ja, wir hätten zwei Items auch bekommen können. Oh Mann, ich frage mich, was passiert wäre, hätte ich das ganz am Anfang gererollt, mein Splash Damage. Ich frage mich, was ihr für Items bekommen habt. So, okay, let's go. Weiter geht's, Zacki-Zacki-Raum. Wollten wir es versuchen? Lass uns mal versuchen, Mann. Ist natürlich unehrenhaft, wenn wir jetzt in einem Zacki-Zacki-Raum sterben, aber okay. Da kann man auch leicht den Überblick verlieren. Okay. Gut, was haben wir hier? Strength und Wheel of Fortune. Legen wir, sprengen wir. Noch mehr Geld, welches ich nicht nutzen kann, höchstens bei Hasch, aber ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber Hasch zu bekämpfen ist innerhalb einer Minute zwei Ebenen ist sehr schwer. So, wir waren noch nicht im Itemraum, ne? Nein, wir waren noch nicht im Itemraum. Okay, das heißt, die Hoffnung besteht noch, dass wir etwas richtig Gutes bekommen. Dann ärgere ich mich aber, dass ich Pandoras Box eingesetzt habe. Dann hätte ich lieber weiter mitgenommen, wenn ich jetzt gleich ein gutes Item bekomme. Mit dem ich gut vorankomme. So, komm her, Mom. Ich brutzel dich jetzt mal. Ich spendiere dir Wärme. Die Wärme eines Sohnes. Ach. Es gibt doch nichts Schöneres. So. Und dich, klein Brocken. Du bist langsamer als die anderen gewesen. Tut mir leid. Okay. Okay, die Kerze hat wirklich gut getroffen. So, die Kerze macht mehr Schaden als die rote. Die rote bleibt aber länger. Das ist der Vorteil und Nachteil. Ich weiß nicht, ich mag irgendwie die rote Candle tatsächlich, glaube ich, besser. Bin mir aber auch unsicher. Okay, vielleicht sage ich auch, dass ich die blaue besser finde, wenn ich die rote habe, nicht wahr? Vielleicht bin ich eine kleine Kerzenhure und kann mich nicht entscheiden. Ich nehme mal ganz gut Death mit und gucke mal, ob ich im nächsten Raum schnell alles clearen kann. Aber hier muss ich das jetzt nicht unbedingt einsetzen. Und da kann ich jetzt auch ganz simpel... Erstmal chillen. Libra. Oh, soll ich das mitnehmen? Ich nehme Libra mit. Hat sich so gut wie nichts getan. Sehr gut. Abgefahren, Mann. Abgefahren. Okay, wir haben Libra mit. Mal gucken, ob Libra uns irgendwie retten wird. Hier ist ein Zacki-Zacki-Raum. Nein. Ups, ich habe eh unendlich Schlüssel, also ist scheißegal. Okay, dich machen wir mal fertig oder auch nicht. Ich glaube, die Fire Rate hat sich ein bisschen erhöht. So, und ich bin ein bisschen schneller geworden. Okay, hier haben wir wieder Hanged Man. Nein, 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 nein. Ich werde mich jetzt nicht erhängen, Mann. Blaue Karten aufhängen und so ein Scheiß. Könntest du aufhören, hier meinen Tod zu predikten? Oh, und jetzt muss ich auch zurück, um Anzus wiederholen. Warte mal, wo war ich denn noch nicht? Hier rechts nicht, oder was? Doch, da war ich auch. Links dann nicht. Aha. Okay, nehmen wir mit. Vielleicht wird das halt ein lustiger Libra-Run, ne? Ich hätte auch gerne mal wieder einen Ludovico-Run, aber auch nur, wenn die Items mitspielen, so mit Quadshot oder Brimstone. Mega cool, mega cool. Das ist die Mom-Ebene. Das heißt also, ich muss unbedingt jetzt einsetzen, die Karte, und dann zurück, um mir Anzus zu holen. Und ich hätte schon gerne Anzus. Deswegen machen wir das einfach hier. Und wir kommen unendlich Bomben. Okay, Friends till the end. Wunderbar. Noch eine tolle Kiste. So, merken wir uns erstmal den Weg. Kämpfen uns jetzt erstmal durch hier. Erstmal durchkämpfen. Left Hand. Oh, das ist sehr schön. Das lässt goldene Kisten zu roten Kisten werden. Und in roten Kisten sind Items, die wir brauchen, unter anderem. In goldenen natürlich auch. Cricket's Head und alles Mögliche, aber ich vertraue der Left Hand mal mehr. Let's go. Okay, ups, da haben wir schon die erste Kiste, die leider aber nichts Besonderes hat. Aber vielleicht könnten wir hier den ich hier springe, was Cooles bekommen, nein. Okay, gut, Mom, ich bin unterwegs, Mann, ich bin unterwegs. Ich gehe jetzt aber erstmal zurück, beziehungsweise guck hier nochmal rein, hallo? Die drei von der Tankstelle.
Wunderbar. Und jetzt gehen wir zurück, holen uns Anzus und versuchen dann, Morm zu bekämpfen. Ich hoffe, es wird eine normale Morm, beziehungsweise die rote Morm. Die blaue Morm wäre am schlimmsten, glaube ich, Mann. Die rote Morm stampft ja ganz oft. Das war das Ausweichen auch manchmal extrem kompliziert, aber hey. So, hier war Anzus, genau. Puh, ich bin aufgeregt, Mann. Wir haben ja die Kerze. Das ist schon mal sehr schön. Das teilt gut Damage aus, Mann. Das ist wiederum der falsche Weg. Ich glaube, ich muss nach links. Genau. Nach links, dann gleich nach oben. Und dann wird man mich loben. Oder hassen, falls ich jetzt sterbe oder gewinne, Mann. So, rein geht's. Okay, ist die normale Mom. Das ist schon mal sehr schön, ne? Das ist schon mal sehr schön. Okay, hätte gerne nach oben geschossen. Da ist das üblere Problemchen. Okay. Sehr schön. Die Kerze ist da, aber ich setze es gleich erst ein, wenn... Genau. Wenn ich mehr Zeit habe. Komm her. Schau mich nicht so an. Oh, wir haben Goathead ganz vergessen. Wir kriegen auf jeden Fall einen Devil Deal. Schön. Auch wenn es rote Kisten, sind, ist schön. Freue mich auch drüber. Oh, was? Nicht getroffen? Gut, 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 gut. Wir nehmen jetzt das Polaroid mit. Und weiter geht's. Das sind doch mal Items, mit denen man auf jeden Fall auf der Party erscheinen kann, nicht wahr? Auf der Party der coolen Runs. Okay, More of the Void. Eigentlich ist das einzig coole, so wirklich Gimpy. Ja, bringt mir nicht so viel. Okay, cool, Mann. Dankeschön, Goathead. Dankeschön, Goathead. Wir sehen auf jeden Fall jetzt cool aus. Wir sind so ein kleines Gespenst mit Flügeln. Mega cool. Und die Flügel sind weg. Scheiße. So, jetzt haben wir natürlich Kohle. Das macht ein bisschen Damage down. Schade, aber trotzdem bin ich froh darüber, das zu haben. Setze ich hier schon Anzus ein? Ich glaube nicht, nein. So. Und aktivieren. Oh, shit, ich wurde getroffen. Shit, ich wurde getroffen. Panik, ey. Wir dürfen jetzt auch nicht zu sehr mit Mouth of Void spielen, weil da müssen wir auch nah ran an den Gegner und nicht, dass er dann irgendeine Scheiße macht. Komm schon, Damage ab. Ach man, wo ist denn das Damage ab? Komm schon. Ey, man sieht es hier sehr gut aus, also beziehungsweise richtig. Also hier würde ich auf jeden Fall einen Boss platzieren, wäre ich die Ebene. In dieser Richtung so. Okay, mal kurz antatschen, nur ein bisschen antatschen, das geht, man. Nur ein ganz kleines bisschen, eine rote Kiste. Komm schon, wo sind 9 Leben? Bombs Aki? Ja, machen wir lieber mehr Bomben mal mit Schlüssel, die brauche ich jetzt eh alle nicht, man. Scheiße. Wahrscheinlich tickt das Spiel, also anscheinend tickt das Spiel doch nicht so und platziert hier einen Boss. Na, scheiße. Komm her, dann platzieren wir jetzt hier eine kleine Bombe und dann dich. Gut. Na, es kann ja immer noch sein, dass der Boss irgendwo rechts ist. Let's go. Wir haben noch Anzus. Ich glaube, das setzt sich auf der nächsten Ebene ein, Mann. Ulala. Ulala. Okay, gehen wir rein. Wir gehen rein. Let's go, oder? Ja, wir gehen rein. Ach, Mist. Mist, Mist, Mist. Ist hier vielleicht der Geheimraum? Tja, Leute. Und ihr seid wahrscheinlich schon 3-mal fertig mit dem Run, weil ihr Mom's Knife bekommen habt nach dem Rerun, oder? Aber ich dachte mir, ich werde diesmal nicht so gierig sein, nicht so greedy, weil sonst bin ich immer greedy und dann finde ich es doof, weil ich dann ein scheiß Item bekomme. Nur eine Bombe, okay. Oh, cool. Okay, keine 70 Bosse, die gespawnt wurden. Ich könnte natürlich auch an dir spielen und Items bekommen oder auch nicht. Ich könnte dich auch einfach sprengen und mich lieber über Münzen und Bomben freuen. Okay, sehr gut. Ha, so viele rote Kisten, ne? So viel Potenzial, aber gönnt uns das Spiel nicht, Mann. Na, jetzt wird's aber lächerlich, Mann. Haben wir Gapistel oder was? Jetzt wird's aber echt lächerlich, Mann. Werden auch normale Kisten eigentlich zu roten Kisten oder nur goldene Kisten? Wow, ich habe 1600 Spielstunden und weiß sowas nicht. Guten Tag, mein Name ist Holly. Ich glaube, auch normale Kisten werden zu solchen Teilen... Oh ja, 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 ja. Mitnehmen. Und mitnehmen. Wir haben die Leviathan-Verwandlung. Sehr schön. Okay, ein paar Pillen. Ich glaube, die eine hatte ich noch gar nicht. So, schön ein bisschen schützen. Wir haben 2 Damage-Ups jetzt bekommen. Und wir haben jetzt natürlich auch... warte mal, wo ist mein Splash-Damage? Ist er weg, weil ich meinen Pissing-Effekt habe oder was, Mann? Nein, der ist da. Sehr schön. Guck mal, die Flecken sind größer geworden durch mein Damage-Up, ne? Ja, ist schon ein gutes Item. Nee, ich bereue es nicht, das mitgenommen zu haben. Ich bereue es nicht. Nur interessiert mich das halt, was wir noch so bekommen hätten. Das interessiert mich ganz brennend. Sehr gut. Komm, okay, der Run hat Potenzial bekommen.
Ist aber immer noch nicht safe. Ich wiederhole, der Run ist immer noch nicht safe. Sehr gut. Oh lala. Nach der Münze, scheiße mal, wir sind alle falschen Wege gegangen. Der ist tatsächlich oben links. Das ist natürlich immer sehr deprimierend und macht einen fertig. Seelisch, Mann, und psychisch. Okay, da schießen wir einfach mal rein. Wir können jetzt durch Gegner schießen, durch Wände schießen. Also eigentlich kann uns nichts mehr aufhalten. Das ist einfach perfekt. Und der Splash Damage ist da auch auf jeden Fall am Start. Nur manchmal, ne? Manchmal nicht, manchmal schon. Irgendwie sehr merkwürdig. Entweder da, wo die Sensen jetzt aufprallen oder was? Gar nicht mehr beim Gegner? Sind Piercing Shots etwa nicht gut damit? Willst du mir das damit sagen? Oh nein. Piercing Shots sind nicht gut mit dieser mysteriösen Flüssigkeit. Ah, okay, gut zu wissen. Muss ich mir auf jeden Fall notieren in mein Gedächtnis. Uff. Diese Gegner, die immer fast in einem spawnen. Beziehungsweise ich bin eigentlich fast in ihn reingerannt. Oh, scheiße. Das ist aber panisch. Und nochmal die gleiche Scheiße. Hör auf damit. Diesmal sind wir aber nicht dumm und setzen mal auf The Void ein. So. Okay. Oh, das ist schön. Das ist schön. Ich werde jetzt einfach mal alles kaputt machen. Ich habe ja sowieso zu viele Bomben. Junge, Judas Shadow würde ich jetzt, glaube ich, auch mitnehmen, weil... Oh mein Gott. Raus hier. Ich gehe einfach nur mal sicher. Was haben wir hier? Es ist Judgment. Der Bombenfrist, den habe ich ja lange nicht mehr gesehen. What the fuck? Ja, na guck mal. Ich habe einen Bagger gespawnt. Den Bombenfresser. Der Bombenfrist, der kommt irgendwie einmal pro Jahr oder sowas. Keine Ahnung. Warte mal, man kann auch mit Kerzen den kaputt machen, oder? Ja. So, ja, dann gebe ich ihm mal Bomben. Mal gucken, was er uns jetzt so spawnt. What the fuck? Okay, er gibt uns den Bombensack. Hätte ich mir fast denken können. Cool, Mann. Nice, jetzt kann ich etwas in den Thumbnail reinhauen. In das Thumbnail. Aber dann seht ihr, dass ich auf der Bomb-Ebene bin. Scheiße. Und das spoilert natürlich. Dann wisst ihr, ich schaff das. Nee, ich muss irgendwas aus den ersten Ebenen nehmen. So, erstmal ganz kurz unser Maw of the Void aufladen. Okay, Mr. Random Rumgestampfe kann ich überhaupt nicht leiden, ehrlich gesagt. Na, Box bekommen. Das ist so gut, wenn du weißt, du bekommst keinen dämlichen Krampus mehr. Moment mal, war ich hier schon drin? Ich war hier schon drin, glaube ich, oder? Ja, genau, hier wurde ich reingeportet. Okay, gut. Weiter geht's, Mann. Nächste Ebene. Ha, einen Bombbäcker bekommen. Das ist natürlich verrückt. Das ist echt verrückt. Vielleicht schneide ich ihn raus und packe ihn irgendwo in eine andere Ebene. So, let's go. Man muss so viel bedenken bei einem blöden Thumbnail für The Binding of Isaac. Und man kann es nie jemandem recht machen. Und leider, oh, ich frage mich, wäre das vielleicht besser gewesen, wären das goldene Kisten, weißt du? Vielleicht hätte ich da Cricket Zeit bekommen und sowas. Aber naja, hätte Fahrradkette. So. Sehr gut. Und her damit. Ja, wow. Wow. Creepy Schissel, vor allem, wenn die sich aufteilen, komm schon. Gib mir was. Ich bin so abhängig von diesen roten Kisten. So abhängig. Ich glaube, ich spreng mich direkt hier durch. Ich glaube, das wird der richtige Weg sein zum Boss. Doch nicht. Ups. Oh Gott, Piercing Shots. Sowas von gut, Mann. Ich dachte gerade, hey, ich mache eine grüne Spur. Tatsächlich doch, aber es war die Spur von der Superform, Mann, der Nachmacher. Ich habe einen Trend gesetzt. Na, was ist das hier? Das Sun vielleicht zufällig? Das Sun? Chariot. Oh, schön. Das Sun. Okay, gut. Jetzt die Frage, nehme ich vielleicht Chariot mit gegen It Lives? Würde, glaube ich, viel mehr bringen, Mann. Oh, das ärgert mich jetzt ein bisschen mit dem Splash Damage, Mann. Vielleicht finden wir noch Bouncy Tears, weil dann überschreibt es ja wiederum. Die Tränen. Ich darf nur nicht vergessen, die Left Hand abzulegen, ne? Okay. Boop. So. Oh, schön, dass die mitgeholfen haben, Mann. Schön mit dem Off the Void rein. Ich dachte erstmal, das sind die Überkreuzschuss-Vaginas. Aber nein. Okay, da oben ist noch ein Mini-Boss. Den würde ich auch gerne bekämpfen. Den würde ich auch gerne bekämpfen. Komm schon. So viel Zeit muss sein. Ah, ich habe einen nicht erwischt. Sehr gut. Ja, ich hole mir das da oben. Zacke, zacke, Raum wird auch gecheckt. Komm her. Hup. Wenn wir schon die Blue Candle haben, auf geht's. Genau, die Blue Candle macht auch die Tränen vom Gegner kaputt. Das ist sehr schön bei It Lives. Falls du da in so einer Situation bist, wo du denkst, fuck mal, das sind echt viele Tränen. Und dann kannst du dir ein bisschen aufräumen. Hier, komm schon. Na, komm schon. Yes! Er wollte nicht, aber er musste leider, weil er so programmiert wurde. Er wusste, dass er getötet wird. Schon ein bisschen traurig, das Spiel. So ein bisschen.
Vielleicht liegt es auch daran, dass wir einen weinenden Jungen spielen. Ah, okay. Ich glaube, den Morph voiden wir mal. Und bekommen ein schwarzes Herzchen. Okay, immerhin. So, und den Zacke-Zacke-Raum. Puh, so vieles, was wir beachten müssen. Und wir müssen, also wir bekommen noch einen Devil-Deal, ne? Vergesst das nicht, Mann. Einmal Weihnachten haben wir noch, falls wir jetzt nicht hier sterben. What the fuck? What the fuck, Mann? Puh, das war richtig knapp. Die sind ja irgendwie nicht auf mich zugerannt. Was war das denn? Paralysis schon wieder. Puh, die Pillen, Alter. Geh mal nach Hause damit, Mann. Oh, wie süß klang die Härten. Ich will ihn knuddeln zu Tode mit meinen Sensen. Danke. Oh boy. Na, immerhin haben wir jetzt den Piercing-Shot, okay. Shot. So. Ich warte auf den Moment, wo ich einfach in den Zacki-Zacki-Raum reingehe und denke, ich wurde nicht getroffen und dann einfach selbst hier rausgehe und dann plötzlich sterbe. Oh, das wird ein schönes Gesicht, Mann. Das weiß ich jetzt schon. Okay. Ja, ja, pfeift nur, pfeift nur, pfeift nur, du Pfeife. Ich verstecke mich jetzt hier. Wir bekommen ja auch noch Bomben gedroppt, richtig. Wegen dem Bomb-Bagger. Oh, Geheimraum. Oh, blauer Stein. Oh, tot. Oh, tot. Oh, nicht tot. Vielleicht doch gleich, wenn er in mir spawnt. Er spawnt in mir. Nein, er ist tot. Okay, okay, okay. Einmal kurz rausgehen und wieder reingehen. Okay, wie es aussieht, schaffen wir es wenigstens zu Atlas. Let's go. Schon mal More of the Void aufladen, falls das so ein Raum ist, wo die Typen auf mich zurennen. Wow, der Raum war hell. Heilige Scheiße. Okay, let's go. Die Augen kaputt machen. Und schön damit hier spielen. Und weiter. Sehr gut. Aufpassen. Oh, da wurde ich getroffen. Aber es ist okay, es ist okay. Hauptsache... Och, shit, ey. Oh, shit, ey. Kein Krampus, sondern wunderschöne... Höchsten Damage ab. Auf geht's, Mann. Nehmen wir mit. Huf. Tut mir leid, in diesem Run muss ich mich echt sehr viel konzentrieren. Der Run schenkt uns nicht so viel, Mann. Es ist ein ausgeglichener Run wieder. So ein fairer Run, weißt du? Die mag ich nicht, Mann. Ich will unfaire Runs, wo die keine Chancen haben. Oh, ich habe 69 Münzen. Let's go. Kathedrale, alles klar. Setz ich hier an zu sein? Nein, komm schon. Dann behalten wir das jetzt mal bis zum Ende. Beziehungsweise die Left Hand darf ich nicht bis zum Ende aufbewahren. Merkt ihr das, liebes Gehirn? Left Hand ablegen, Left Hand ablegen. Aber noch nicht jetzt, Mann, weil wir Chancen auf sowas hier haben. Lala. Erstmal gucken, was hier noch drin ist. Lala. Okay, ich mach das. Oh nein. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Aber zum Glück haben wir nicht so viel Leben. Und wir haben gerade noch eine Kiste aufbekommen. Sehr schön. So, hier ist natürlich der Vier-Effekt sehr gefährlich. Ah, oh, schon wieder Superform ohne Ende, Mann. Aber es ist fair, Mann, es ist fair. Sehr gut, und meistens sind Superformen gar nicht mal so viel stärker. Yes, es tut mir sehr leid, ich fühle mich sehr schlecht. Okay, noch eine rote Kiste. Leider nichts. Okay, so viele rote Kisten, Mann. Was haben wir hier? Zwei Schlüssel, okay. Gut, 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 gut. Left Hand werde ich ablegen, keine Sorge. Keine Sorge, ich werde dran denken. Sowas von nicht, Mann. Ich werde voll reingehen in den Chest mit Left Hand und dann denken, scheiße, ich werde die Folge nie wieder hochladen. Niemals hochladen. Ich tue einfach so, als wäre, hätte New das alles gelöscht. Nehme ich überhaupt auf? Ja, nehme auf. Okay. Wir machen gleich ein bisschen Feuer. Super, genau. Upsi. Oh, shit. Der hat mich erwischt, Mann. Wie soll ich das denn jetzt machen? Oh, Bro. Das war ein guter Kerzenschuss, Mann. MLG-Kerzenschuss. Oh, da ist eine Trollbombe gespawnt, Mann. Stell mal vor, die hat mich getroffen. Ich wusste eh, wo der ist. So, und auf Wiedersehen. War knapp, Mann. Immer schön die Augen offen behalten. Und hier ist anscheinend ein Miniboss. Okay, ein Miniboss, der uns Leben geben kann. Naja. So, wo zum Teufel ist jetzt wieder der Boss, Mann? Ich mach wieder so ein Full-Clear auf Doom, ey. Okay, ich gib dir mal Geld, der könnte uns den Kompass geben oder sonst was. Hat er mir nicht letztens Spoonbänder gegeben? Der hat mir letztens doch Spoonbänder gegeben, oder? Komm, wir spielen an dir. Weil du cool bist, habe ich gehört. Du bist ein richtig cooler Typ, Mann, du verteilst Löffel und sowas. Und blaue Herzchen und Bomben, hey, wäre ich jemand anderes, würde ich mich extrem freuen, Mann. Oh, noch ein blaues Herzchen, ja. Noch ein Schlüssel, nice, damit kann ich auf jeden Fall die goldenen Kisten öffnen. Die auf jeden Fall spawnen werden. Ach ja, guck mal, Mom's Bottle of Pills, uhuhu. Setze ich gleich mal ein und will irgendwelche coolen Pillen bekommen. Die nicht cool sind. Okay. So.
Da ist ein blauer Stein. Komm schon, den Small Rock habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Ich habe das Gefühl langsam, ich habe auf diesem Speicherstand gar nicht alles freigespielt, aber das kann nicht sein. Muss ich eigentlich getan haben, tun. So, du kümmerst dich um das Feuer, Mann. Sehr gut. Was habe ich denn genommen, dass ich so viel Pech habe? Weißt du was, ich springe mich hier raus, Mann. Du bist mir ein bisschen zu nicht Knorke. Habt ihr es gesehen da gerade, ne? Ich dachte, der hüpft auf mich, aber durch den Vier-Effekt ist er weggehüpft. Sehr gefährlich, da muss man auf die Schatten achten. Immer die Schatten des Gegners im Blick behalten, denn Schatten sind der Spiegel der Seele. Oder sowas. Boah, ich würde mich einfach gerne durchsprengen, Mann. Aber was, wenn die uns eine Kiste droppen, weißt du? Oh, oh. Was, wenn die uns eine Kiste droppen mit einem Guppy-Item? Einem wichtigen Guppy-Item, wie zum Beispiel Guppys Paw. Kappa. Okay. Weißt du was, ich spring mich durch, Mann. Auch wenn es nur ihr seid, aber ihr haltet so viel aus, Mann. Ich mache euch jetzt tot. Ich mache euch jetzt tot, weil ich das Gefühl habe, da ist was Gutes drin. Let's go. Hüstel, Hüstel. Ah, geht noch mal nicht, gar nicht mal so lange. So, hier ist eigentlich der Boss mit 9 Leben. Nein. Wieso spreng ich da? Ich weiß doch, wo die ganzen Sachen sind. Okay, let's go, Leute. Left Hand ablegen. Ich hab's ja schon gecheckt, Mann. Hier wäre es jetzt dann natürlich nicht schlecht, wenn wir wenig Range hätten, ne? So gesehen. Okay, mit Oh, ich wurde getroffen. Okay, es kann vorbei sein, Leute. Es kann vorbei sein. Es kann vorbei sein. Muss aber nicht. Oh, shit, Mann. Ich dachte, der... Die Strahlen werden jetzt runterkommen auf mich. In der Ecke. Kurz Panik geschoben. Okay, schon wieder dort. Okay, jetzt auf der anderen Seite. Okay. Ja, lass uns rein in die Chest. Ha, kleiner Scherz, Mann. Ich leg jetzt die Left Hand ab. So. Hüstel, Hüstel. Wir haben Anzus. Wir können uns auf jeden Fall die nächste Karte aufdecken. Aber da das Spiel heute ein Troll ist, wird es wahrscheinlich Curse of the Lost. Nein, tatsächlich nicht. Aber Curse of the Unknown. Wir wissen nicht, wie viel Leben wir haben. Fuck. So, dann setzen wir mal Anzus ein. Und jetzt wissen wir, wohin. Das ist ein schönes Item. Teleporter könnte man einsetzen. Hätten wir ein Orbital, wäre das hier optimal. Aber da wir das nicht haben. Okay, let's go. Oh, das sind Träume, von denen ich nachts träume und dann panisch schreiend aufwache. Wobei, es wäre viel schlimmer, wenn das diese Greedies. So, die springen sich ja schon alle gegenseitig. Und mit dem Laser können wir auf jeden Fall gut Damage machen. Vor allem, wenn wir dann auch Abstand halten, dank Kohle. So. Eins ist tot. Diese Superform. Gefährlich. Könnt ihr damit sterben. Nice. Der grüne Matsch auf dem Boden ist noch vorhanden, weil wir nicht so eine krasse Range haben. Sehr schön. In großen Räumen profitieren wir immer noch von diesem Toxic Splash Damage Dingsbums. So. Mysterious Liquid. Okay, das ist auch der richtige Weg, ne, zum Boss. Ja, wie es aussieht. Oh, ich muss sogar oben lang. Okay. Oh, weia. Wir könnten natürlich uns versuchen, auch irgendwo hin zu... Boah, ich wurde getroffen. Ist vorbei. Ist vorbei, ist vorbei, ist vorbei. Ich wurde getroffen. Ist vorbei, Mann, ist vorbei. Es ist vorbei. Nein, doch nicht. Puh. Ja, jetzt bekommen wir plötzlich keine Kisten mehr, ne? Jetzt, wo wir die Left Hand nicht mehr haben. Ich glaube, die erhöht allgemein die Chance einfach auf Kisten, Mann. Perfekt. Optimale Reichweite war das. So. Na, wen haben wir hier? Ein Strick. Spiel. Ich weiß, du hast mir schon seit Anfang dieses Runnes mir gezeigt, dass ich einfach am Arsch bin die ganze Zeit. Aber dass ich auf jeden Fall sterben werde, aber komm schon, Mann. Jetzt noch ein Strick, das ist langsam zu offensichtlich. Hör mal auf damit. Sehr gut. Wir müssen uns auf den Typen konzentrieren. Ah, schön auf die Schatten geachtet. Ich dachte, die hüpfen auf mich, aber ich habe dann 1 und 1 kombiniert und auf geht's, Mann. Mhm. Sehr gut, Blue Baby. Oh Gott, das ist ein Run, der uns wieder nicht trägt mit 9 Leben oder sowas, ne? Also, Leute. Einfach locker flockig bleiben, nicht wahr? Einfach locker flockig bleiben. Hier ist eine Kiste. Mit einer Fliege, okay. Attack Fly. Kann auch gut Damage machen. Im Notfall. Könnten wir mitnehmen, weil dann ist unsere Range nicht so krass, weißt du? Und dann könnten wir davon profitieren.
Durch den Splash Damage. So, komm schon. Und meine Sensen sehen ein bisschen größer aus. Ein bisschen cheaten, weißt du? Ein bisschen cheaten. Hua. Okay. Wir haben es gleich geschafft, Mann. Wir haben es gleich geschafft. Entweder wir werden erlöst oder wir schaffen es. Beides ist gut, nicht wahr? Diese Lost Streaks, ich kann nicht mehr. Mein Herz. Das war falsch gelegt. Wir müssen hier legen. Cool, wir kriegen noch eine Karte. Könnte eine gute Karte sein. Let's go. Wenn es jetzt Emperor-Karte ist, ne, dann schwöre ich euch aber. Oder Moment mal, die droppen uns nur das Space-Item. Ne, ne, Joker-Karte. Two of Spades, okay. Diese Lost Runs, Mann. Diese Lost Runs. Muss ich jeden Morgen eigentlich machen, damit ich richtig wach werde. Dann bin ich auf jeden Fall fertig. Ich bin sehr gut mit unserer Idee, mit, dass wir keine Range haben. Das macht gut Damage jetzt, unser Splash. Sehr schön. Guck mal, da habe ich nachgedacht. Das erhöht jetzt unsere Range ein bisschen, nicht wahr? Aber auch nur ein bisschen. Oder warte mal, wie? Das würde sogar passen, glaube ich. Perfekt. Guck mal, da liegt das Baby, wo die goldene Kiste ist. Ja, perfekt, Mann. Let's go. Und die Münze. Die Glücksmünze. Let's go. Achso, es kommt doch gar nicht. Oh Gott. Es kommt doch gar nicht das Blue Baby. So, let's go. Schnell da unten im Verstecken. Yes, sehr schön. Uff, 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 uff. Trotzdem ein bisschen in Bewegung bleiben, Mann. Oh, so viele Tränen sind unterwegs, dass ich gar nicht sehe, ob ich jetzt getroffen werde oder nicht. Also einfach alles geben. So, jetzt profitieren wir natürlich nicht mehr von unserem Splash-Damage, sondern müssen mit der Kerze arbeiten. Naja, zum Glück habe ich die Blue Candle nochmal bekommen, Mann. Ich hätte mich geärgert, hätte ich die Red Candle nicht mitgenommen. Okay. Okay. Wir haben es geschafft, Leute. Vielen lieben Dank. Sorry, dass der Run wieder so etwas länger ist. Aber ihr habt jetzt auf jeden Fall Zeit einzuschlafen. Und Dankeschön fürs Zusehen. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Puh. Ich muss jetzt erstmal runterkommen. Wir sehen uns demnächst wieder mit The Binding of Isaac um 20 Uhr und anderen Videospielchen. Checkt meinen Kanal aus. Ich habe nicht nur The Binding of Isaac, das sollte ich vielleicht am Anfang der Folge sagen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Harley. Puh.